schön, dass ihr vorbeischaut. Wir machen heute einen Gebäckklassiker, den es bei mir in der Ausbildung immer um Karneval rum gab. Und zwar machen wir Othello-Schalen. Da gibt es auch einen anderen Namen für, der ist nicht mehr ganz zeitgemäß, deswegen Othello-Schalen. In meiner Küchenmaschine schlage ich gerade auf ganz normal Eiweiß mit einer Prise Salz und die trockenen Zutaten, die da jetzt gerade reingeplumpst sind, das war Speisestärke und Zucker. Das Ganze wird jetzt aufgeschlagen, bis das schön steif ist. In meiner Eigelbmasse hier habe ich einfach nur Eigelb, ein bisschen Vanillepaste, ihr könnt aber auch Vanillezucker nehmen und ungefähr ein Drittel vom Mehl habe ich schon dazugefügt. Das war jetzt hier einen kurzen Moment später, mein Eiweiß war steif geschlagen, da kam dann die Eigelbmenge zu. Das Ganze wird dann für einen ganz kurzen Moment einmal eben alles miteinander laufen gelassen, damit sich das schön verbinden kann. Und der letzte Schritt ist hier dann einfach nur, dass das Mehl dazu gesiebt wird und dann können wir auch schon weitermachen. Also die eigentliche Othello-Masse ist super einfach. Das genaue Rezept, wenn ihr euch jetzt danach fragt, wo überhaupt die Mengenangaben stehen, wisst ihr, das schreibe ich immer auf meinen Blog. Der Link dazu ist unten in der Infobox, da werdet ihr dann weitergeleitet. Da gibt es nämlich noch so das ein oder andere, was ich gerne loswerden möchte, wo im Video nie Platz zu ist. Also da einfach mal schauen, wenn ihr das nachmachen möchtet. Ich habe jetzt hier das Mehl einmal durch mein Sieb durchgesiebt. Das wird jetzt untergehoben mit ganz viel Liebe und mit ein bisschen Geduld. Ihr seht, glaube ich, dass die Masse super, super schaumig, richtig fluffig ist und so richtig, richtig zart. Die Beschaffenheit von dem Gebäck nachher von diesen Othello-Schalen ist so ein bisschen wie Löffelbiskuit. Also sehr, sehr schaumig, sehr feinporig, aber auch relativ trocken. Also es ist kein saftiger Biskuit oder so, soll es auch nicht. Das ist halt von der Beschaffenheit relativ trocken. Ich habe mir dann einen Spritzbeutel und eine Tülle genommen. Die Tülle hat vorne einen Durchmesser von ungefähr, ich glaube, 1,2 cm oder so. Also eine relativ große, runde Tülle, die ihr auch auf jeden Fall benutzen solltet. Ich versuche euch da den Spritzbeutel als auch die Tülle einfach mal unten in der Infobox zu verlinken. Weil was wir jetzt hier halt machen, ist diese schönen Schalen halt aufspritzen. Und mit so kleinen Tüllen funktioniert das meistens nicht ganz so gut, wie wenn man halt eine etwas größere hat, so wie das jetzt hier bei mir der Fall ist. Also einfach mal schauen, die sind auch nicht allzu teuer, die Sachen. Wir spritzen halt diese schönen Schalen, diese schönen Kuppeln auf und dazu müsst ihr ein paar Zentimeter über dem Backpapier ansetzen und dann mit gleichmäßigem Druck einfach so eine richtig schöne Perle aufspritzen. Das Ganze braucht ein bisschen Übung. Ich würde euch empfehlen, das nicht mit der eigentlichen Masse selber auszuprobieren, weil die sehr zart ist und halt schnell dann zu weich wird, um sie nochmal aufzuspritzen. Wenn ihr sowas üben möchtet, dann schlagt euch einfach mal so eine ganz normale Baiser-Masse auf, also Eiweiß und Zucker, und spritzt damit einige Formen auf. Und die könnt ihr dann nachher ja auch backen und trocknen lassen, dann so als kleine Snacks oder sowas nehmen. Aber mit der Othello-Masse hier am besten nur einmal aufspritzen und dann bitte sofort in den Ofen. Das ist ganz wichtig. Die müssen heiß und kurz gebacken werden. Eine Anmerkung habe ich noch, bevor das Ganze in den Ofen geht, einmal mit ein bisschen Mehl bestäuben, damit die wirklich schön trocken und gleichmäßig werden. Wir haben das damals, vielleicht ist das noch interessant, auf Knopfblechen gebacken. Die gibt es aber so für den Hausgebrauch nicht richtig zu bekommen, deswegen machen wir das auf normalem Backpapier. Ich denke, das halt jeder zu Hause, aber falls die Frage kommen sollte, ja, ich habe es damals mit Knopfblechen gelernt. Dieses Bild hier oder der Clip hier ist jetzt ungefähr 2 Stunden, nachdem ich die habe backen lassen, habe ich die aus dem Backofen rausgeholt, auf meinen Tisch gelegt und dann einfach so 100% auskühlen lassen. Dann ist natürlich wie immer Partnerbörse, also oben und unten Schale einmal zusammensuchen, dass jeder seine passende Größe bekommt. Dann können wir jetzt gleich auch schon weitermachen mit dem Füllen und dem Aushöhlen, obwohl da auch nicht so viel bei ist. Also Backpapier weg. Und zwar habe ich mir jetzt hier zum Aushöhlen so ein, ich weiß gar nicht, wo ich das Ding her habe. Ich glaube, ich habe es mal bestellt gehabt. Das ist eigentlich für, um Cupcakes zu füllen. Ich finde das, um Cupcakes zu füllen, aber etwas zu groß, da ist mir der Durchmesser zu groß. Ich benutze, vielleicht auch wieder interessant, um Cupcakes zu füllen, am liebsten Apfelentkerner. Der ist vom Durchmesser her etwas kleiner als dieses Ding, was ich jetzt hier benutze. Das Apfelentkerner-Ding war mir hierfür aber zu klein, also ja, habe ich dann quasi das genommen. Und jetzt hatten beide ihre Arbeit. Ich habe auf jeden Fall so ein Löchlein gemacht. Wenn ihr das Ding jetzt nicht habt, benutzt trotzdem einen Apfelentkerner oder ein scharfes Messer und macht ein kleines Löchlein unten rein. Guckt nur, ganz wichtig, dass ihr nicht komplett dadurch piekt, sondern wirklich nur ein ganz kleines Löchlein piekt. Gut,
Was ich euch nicht gezeigt habe, was ihr aber auch schon ewig oft bei mir gesehen habt, ist, dass ich am Abend vorher hier meine Vanillecreme gekocht habe. Die wird im Rezept auch ganz normal aufgeschrieben sein. Die muss auf jeden Fall kalt sein, wenn ihr damit arbeiten möchtet für dieses Rezept hier. Also am besten auch, wie ich das gemacht habe, am Abend vorher auskühlen lassen, auf Seite stellen und dann am nächsten Tag schön kalt benutzen. Ich habe mir die nochmal in den Spritzbeutel gefüllt und habe dann meine Schalen, zuerst diese kleinen Löchlein gefüllt und dann auch noch ein bisschen an den Rand oder halt, ich glaube, ihr seht, was ich meine, habe halt noch ein bisschen mehr gefüllt. Lasst euch hier aber auf jeden Fall gesagt sein, dass hier ist weniger mehr. Wenn ihr zu viel Creme und zu nah an den Rand die Creme aufspritzt, kann es ganz schnell passieren, dass die Creme halt rechts und links am Rand rausquetscht, was mehrere Nachteile hat. Unter anderem ist das halt einfach nachher doof, das sieht nicht so hübsch aus. Was auch passieren kann, ist, dass die Ober- und Unterhälfte aufeinander hin und her rutschen und das Ganze halt so total wabbelig und instabil wird. Also hier ist weniger wirklich mehr. Das würde ich euch definitiv ans Herz legen, aber ansonsten kann man auch hier wieder nicht viel falsch machen. Wenn ihr hierfür keinen Spritzbeutel benutzen möchtet, könntet ihr das auch mit einem Teelöffelchen machen, das ist auch in Ordnung. Solange ihr nicht überfüllt. Aber das haben wir dann auch geklärt. Ich habe die Ober- und Unterhälfte so ein bisschen ineinander gedreht. Dann haften die eigentlich immer ganz gut ineinander. Und dann können wir mit dem Aprikotieren weitermachen. Und für die Aprikotur benutze ich hier ganz normale, so eine Art Samtmarmelade. Ohne Stücke, ohne Kerne, ohne nichts. Pack mir die in so ein schönes Schüsselchen und dann ab in die Mikrowelle damit oder auf den Herd. Solange die einmal richtig stark zum Kochen gebracht wird, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Aprikotur muss mindestens einmal richtig stark aufkochen und dann können wir die jetzt zum Aprikotieren halt benutzen. Also richtig schön heiß, ganz, 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 ganz wichtig. Ganz viele Ausrufezeichen. Ich habe mir zum Aprikotieren dann einfach so einen Schaschlikspieß und eine Gabel genommen und wie ihr sehen könnt, Schaschlikspieß unten rein, also die Othello-Schalen einmal am Popo aufpieksen und dann durch die Aprikotur so ein bisschen durchrollen. Mit der Gabel, mit der Hilfe von der Gabel. Und dann habe ich mir die auf so ein Abkühlgitter gepackt, damit die halt da noch ein bisschen abtropfen können. Das habe ich einmal mit allen gemacht. Das kann manchmal ein bisschen knifflig sein, wie ihr das, glaube ich, hier bei mir seht. Also wenn eine abstürzt, ist halb so wild. Ah, eine Anmerkung hatte ich eben noch vergessen. Ihr seht, dass meine Othello-Schalen so leichte Risse haben. Das liegt daran, dass ich in meiner Backstube nur einen Umluftofen habe. Wenn ihr das mit Ober-Unterhitze macht, was eigentlich besser ist, dann solltet ihr das Problem nicht haben. Aber die Risse seht ihr nachher wahrscheinlich eh nicht mehr richtig. Also ist auch halb so wild. Gut, jetzt aber. Für die Schokoglasur habe ich mir Tafelschokolade genommen. Ganz normale Tafeln Schokolade, habe die in der Mikrowelle in meiner Tasse hier einfach nur zum Schmelzen gebracht und damit das Ganze ein bisschen flüssiger und ein bisschen dünner wird und besser zum Überziehen, habe ich da jetzt etwas Palmin hinzugegeben, einfach nach Gefühl, bis meine Konsistenz schön war und damit überziehen wir jetzt. Dadurch, dass das hier normale Schokolade ist und keine Kuvertüre, müssen wir das Ganze auch nicht temperieren und können das Ganze einfach so benutzen. Hier wollte ich euch darauf aufmerksam machen, dass wenn eure Aprikose einmal richtig stark gekocht hat, dann solltet ihr eigentlich auch keine Probleme damit haben, die Othello-Schale, also unser Dessert, hier einfach so mit den Händen anzufassen und durch das Dessert zu rollen. Wenn das Ganze einmal gekocht hat, dann geliert das um das Gebäck noch einmal richtig rum, zieht wieder eine Haut und das Ganze klebt überhaupt nicht mehr. Also wenn das der Fall ist, wenn ihr das anfassen könnt, ohne dass es nachher an euren Fingern klebt, dann habt ihr es genau richtig gemacht und so sollte das dann auch sein. Die Aprikotur hilft halt auch immer so ein bisschen dabei, die Poren von dem Gebäck zu schließen und hält das Ganze ein bisschen länger frisch. Also hat mehrere Vorteile und ja, sobald die Aprikotur einmal richtig stark gekocht hat, gibt es da eigentlich nicht mehr viel, was falsch laufen könnte. Hier bei dem Überziehen das gleiche System wie eben beim Aprikotieren, also Schaschlikspieß in den Popo von unserem Dessert. Einmal mit der Gabel so durchrollen lassen, dann etwas abtropfen lassen, auf ein Gitter packen und dann so einfach fest werden lassen. Also der Schritt hier ist jetzt auch wieder nicht allzu schwierig. Braucht vielleicht ein bisschen Übung, aber geht eigentlich ganz gut. Ich wollte eigentlich zuerst die Schokolade über die Mohrenköpfe schütten. Oder, entschuldigt, das heißt Othello-Schalen, das Mohrenkopf-Ding ist noch von ganz früher von meinem Opi in meinem Kopf. Ich wollte eigentlich die Schoki drüber schütten. Wenn man das so machen möchte, braucht man aber im Schnitt viel, viel mehr Schokolade, weil einfach viel, viel mehr daneben geht und runterläuft. Und dieses Reintunken ist einfach von der Menge an Schokolade etwas effizienter, meiner Meinung nach. Und funktioniert eigentlich super einfach. Also lasst mich wissen, ob ihr da irgendwelche anderen Meinungen zu habt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, da freue ich mich total drauf zu hören.
Aber ich fand das eigentlich so relativ effizient. Das hat eigentlich besser geklappt, als ich hätte vermutet. Naja, Daumen hoch für die Technik. Ja, nee, in der Ausbildung haben wir halt eigentlich immer die Schokolade oben drüber geschüttet, aber dann braucht man einfach so viel mehr. Und das ist für den Hausgebrauch, wo man das nur einmal macht und nicht jeden Tag 10-mal, einfach besser, effizienter. Von daher machen wir es so. Ich habe die dann einfach fest werden lassen für ein paar Minuten, habe die dann in so eine Gebäckkapsel oder Muffinförmchen gepackt. Und dann waren meine Othello-Schalen fertig. Ich bin ganz gespannt auch hier wieder, was ihr zu sagen habt. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich freue mich schon voll von euch zu hören. Ja, vergesst nicht in der Infobox zu schauen. Da sind die Werkzeuge als auch das Rezept verlinkt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben!